Was wir aus der ersten Studie wissen, dass es da vor allem auch um die Wiederholung von alten Stoff ging. Also das deutet eher dahin, dass es tatsächlich weniger an neuen Sachen jetzt durchgenommen worden sind. Wenn wir die Aussagen hören von den Lehrerverbänden, da ja, gibt es ja die Zahl, dass so die Hälfte des Unterrichts nicht stattgefunden hat. Unsere Zahlen geben halt wieder tatsächlich, dass sich die Lernzeit ja so gut wie halbiert hat. Also dass man vielleicht schon davon ausgehen kann, grob geschätzt, dass ein Drittel bis die Hälfte des Schulstoffs vielleicht tatsächlich verpasst worden sind. Es gibt gerade im digitalen Raum natürlich Möglichkeiten zur Vereinheitlichung, einfach dadurch, dass digitale Lernformate ja sehr gut multiplizierbar sind und man sie eben sehr gut eben dann für verschiedene Zwecke nutzen kann. Hier wäre es sicherlich wünschenswert gewesen, wenn etwas mehr Koordination stattgefunden hätte, eben gerade auch von oberster Stelle. Und das soll jetzt gar nicht unbedingt eine Kritik an den einzelnen Lehrkräften sein, sondern ich denke, dass da eben viele Schulen und Lehrkräfte auch sehr alleine gelassen worden sind mit der Erstellung von diesem Online-Angebot. Es wurde gesagt, die Schulen machen als Letztmögliches zu in der Pandemie und danach gibt es dann Distanzunterricht für alle verbindlich. Aber der Distanzunterricht sieht leider nicht so aus, dass die Kinder zusammenkommen im digitalen Klassenzimmer. Oder es sieht halt für einen großen Anteil der Kinder nicht so aus, sondern dass sie allein gelassen werden zu Hause. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn dieser Distanzunterricht besser für alle geklappt hätte, wären die Folgen, die wir jetzt sehen in der Reduktion der Lernzeit, in auch der Motivation fürs Lernen, den psychischen Folgen, dass die wahrscheinlich hätten kleiner gehalten werden können, wenn man das gut implementiert hätte. Und das wäre eigentlich Aufgabe der Politik gewesen in unseren Augen, Aufgabe der Bildungsministerien, dass man zwischen diesem ersten langen Lockdown und dem zweiten Lockdown alle Schulen darauf vorbereitet hätte. Was wir definitiv brauchen, ist eben eine differenzierte Datenlage dazu, was eigentlich jetzt passiert ist, gerade weil wir sehen, dass es so große Unterschiede gab zwischen den Familien und den Situationen, in denen die Kinder jetzt eben lernen konnten in der Zeit der Schulschließungen, sollten wir wirklich sicherstellen, dass die Lernstandserhebungen uns da Informationen liefern. Und was wir natürlich auch sehen in unseren Daten ist, wenn wir anschauen, in welchem Umfang jetzt zum Beispiel Unterstützungsmaßnahmen schon organisiert worden sind. Das könnten zum Beispiel Ferienkurse sein oder das könnten eben auch Nachhilfeprogramme sein oder sonstige. Dann sehen wir, dass dies natürlich stark von den Eltern geprägt ist. Und dadurch bekommen wir aber eben das Ergebnis, dass eben quasi Kinder aus besser gestellten Haushalten diese Angebote häufiger angeboten oder wahrgenommen haben, wie eben Kinder aus benachteiligteren Haushalten, die wir vielleicht in dieser Krise besonders fördern wollen würden, als Gesellschaft, einfach dadurch, dass jetzt halt die Schulen in dem normalen Umfang eben so weit weggebrochen sind. Insofern, ich denke quasi, wir brauchen auf jeden Fall beides. Wir sollten eine Lernstandserhebung durchführen in Deutschland, die es uns wirklich erlaubt, dann auch den Lehrkräften quasi die Informationsgrundlage gibt, um wirklich jetzt dann möglichst zielgerichtet Unterricht nachzuholen. Und gleichzeitig aber denke ich auch bei Gruppen, wo man eben davon ausgeht, dass wir eventuell schlechtere Lernstände jetzt halt haben, auch quasi sofort so gut wie man kann gegensteuern. Wir wissen, dass Bildung ein kumulativer Prozess ist. Einfach um quasi neues Wissen anzueignen, brauche ich erstmal eine gute Basis von den vorhergehenden Konzepten, die ich gut verstanden haben muss. Und insofern wäre es jetzt aus bildungsökonomischer Perspektive auch besonders wichtig, dass man eben darauf achtet, dass wirklich alle Kinder jetzt trotz Corona die Möglichkeit haben, die Grundlagen, die Grundkompetenzen zu erlangen. Einfach damit jetzt halt niemand zum Beispiel auf der Strecke bleibt, weil er jetzt in der Grundschule eben bestimmte Kernkonzepte verpasst hat. Also ich denke, das wäre noch ein weiterer Aspekt, wo man jetzt aus bildungsökonomischer Sicht sagen würde, hier sollten wir besonderes Augenmerk drauf legen. An sich gibt es hier durchaus Studien, die Grund zur Sorge geben. Also wir haben eben durchaus bildungsökonomische Studien, die eben zeigen, dass zum Beispiel Grundschüler, die jetzt halt aufgrund von Lehrerstreiks von Schulschließungen betroffen worden waren, nachhinein im Erwerbsleben eben negative Effekte haben. Also niedrigere Einkommen erzielen, ein höheres Risiko haben, arbeitslos zu werden und eben auch in Berufen arbeiten, die ein niedrigeres Qualifikationsniveau erfolgen. Also durchaus bemerkenswerte quasi Unterschiede, wenn man bedenkt, dass es eben in diesem Fall um Schulschließungen ging, die nur einen kleinen Teil der Schüler für einen deutlich kürzeren Zeitraum wirklich betroffen hat. Definitiv sollte es uns aber eine Warnung sein, dass wir eben
jetzt halt nicht davon ausgehen, dass dann einfach mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht das Thema gegessen ist, sondern wir sollten ein sehr großes Augenmerk darauf legen, dass wir hier eben möglichst viel tun, damit es eben keine Generation Corona gibt. Der griechische Philosoph Sokrates, der soll mal gesagt haben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und jeder, der jetzt im Moment danach fragt, wie viel Unterricht ist eigentlich an unseren Schulen ausgefallen in den letzten Monaten durch Corona, der wird wahrscheinlich zum selben Schluss kommen. Denn diese Frage kann im Moment niemand exakt beantworten. Dazu fehlen in Deutschland schlicht die Daten. Dennoch müssen wir nicht ganz im Dunkeln tappen, denn eine kürzlich erschienene Studie des IFO-Instituts, die gibt Aufschluss darüber, wie unsere Kinder und Jugendlichen in den vergangenen Monaten die Zeit der Corona-bedingten Schulschließungen verbracht haben. Mit oder ohne Unterricht, in welcher Form, in welcher Qualität. All das wurden 2000 Eltern im März online befragt. Und über die Erkenntnisse dieser Studie spreche ich nun mit den beiden Mitautorinnen. Das ist zum einen Dr. Larissa Ziro. Sie ist stellvertretende Leiterin des IFO-Zentrums für Bildungsökonomik und mit der wissenschaftlichen Mitarbeiterin im Institut Dr. Katharina Werner. Herzlich willkommen Sie beide zum Interview der AEM. Hallo. Hallo. Frau Ziro, Sie kommen in Ihrer Studie zu einem Ergebnis. Im Vergleich zu einem regulären Schultag haben unsere Kinder und Jugendlichen im Schnitt pro Tag etwa 3 Stunden weniger für die Schule gelernt. Wie kommen Sie auf diesen Wert? Ja, wir haben die Eltern gefragt, dass sie uns sagen sollen, wie viel ihre Kinder ungefähr gelernt haben für die Schule an einem Tag während der Schulschließung. Und da haben die Eltern im Durchschnitt gesagt, das waren 4,3 Stunden jetzt im Januar, Februar. Und wir haben aus einer Umfrage, die wir im letzten Jahr gemacht haben, wo wir das auch schon mal erhoben haben, haben wir auch gefragt nach den Werten, wie das eigentlich vor Corona war. Und da waren das 7,4 Stunden am Tag, die die Kinder verbracht haben mit dem Schulunterricht in der Schule. Das sind dann knapp 6 Stunden. Und dann nochmal Hausaufgaben zu Hause, was so ungefähr 1,5 Stunden sind. Und genau, wenn man diesen Wert vergleicht, dann sieht man, ja, das sind etwas mehr als 7 Stunden und jetzt nur noch etwas mehr als 4 Stunden. Im letzten Jahr während der ersten Schulschließung waren das sogar nur 3,5 Stunden, also noch mal weniger. Genau, und das ist die Zeit, ja, die die Kinder jetzt weniger mit Lernen verbringen. 3 Stunden weniger, das ist Ihr Befund. Wie muss man den denn werten? Ist das ein dramatischer Lernzeitverlust oder würden Sie sagen, alles in allem ist das ja nur halb so schlimm? Also definitiv sollte man bedenken, dass wir in der Lernzeit zu Hause natürlich ein anderes Umfeld haben als jetzt seit dem typischen Schulalltag. Dennoch ist das auf jeden Fall eine dramatische Reduktion. Und wir fragen eben in der Studie auch, ob die Eltern der Meinung sind, dass das Lernen zu Hause effektiver ist als das Lernen in der Schule. Und wir sehen, dass das für manche Schüler zwar der Fall ist, aber für den Großteil der Schüler nicht. Das heißt eben, dass nicht nur weniger gelernt wird, sondern vermutlich diese Stunden auch für manche Schüler zumindest nicht so effektiv genutzt werden können wie in der Schule. Und deswegen insgesamt würden wir hier schon sagen, dass es eine dramatische Reduktion der Zeit ist, die Kinder sich mit schulischen Aktivitäten befassen. Sie haben gerade gesagt, zu Hause wird man wahrscheinlich nicht so gut lernen wie in der Schule. Woran liegt das? Also der eine große Unterschied ist, dass es tatsächlich nicht normale Schulstunden sind, wo die Kinder in einem Klassenraum sitzen und von dem Lehrer, der Lehrerin Sachen erklärt bekommen, Rückfragen stellen können. Wir sehen, dass nur ein Viertel der Kinder tatsächlich täglich Online-Unterricht hat, wo man sowas wie eine Schulstunde vielleicht digital abbilden könnte. Aber auch das sind dann jeweils, ja, nur ein Bruchteil davon, von einem normalen Schultag, vielleicht 2-3 Stunden im Durchschnitt von Online-Unterricht. Die anderen 3/4, die haben dann sogar noch seltener Unterricht. Also es sind 40% der Kinder, die tatsächlich maximal einmal pro Woche so im digitalen Klassenzimmer zusammenkommen. Und deswegen ist der große Unterschied, dass es einfach viel mehr selbstständiges Lernen ist, selbstständiges Bearbeiten von Aufgabenblättern, als wirklich dieses Lernen in der Gemeinschaft und Lernen mit einem Pädagogen, einer Pädagogin, die auch Erklärungen direkt liefern kann und den Lernprozess unterstützen kann. Ja, wenn ich da nochmal nachfragen darf, Sie haben in Ihrer Studie auch beklagt, dass der Online-Unterricht von Lehrer zu Lehrer, von Schule zu Schule, was die Qualität anbelangt, sehr, sehr stark variiert. Hätte man das denn in irgendeiner Weise ändern können, besser machen können?
Es ist auf jeden Fall so, dass das Schulsystem sehr überrascht worden ist von diesen Schulschließungen im ersten Lockdown, also damals im Frühjahr 2020, wo wir eben auch sehen, dass sich viele Schulen noch deutlich schwerer getan haben mit der Bereitstellung von Online-Unterricht. Natürlich hatten wir inzwischen, jetzt hat alle die Zeit, uns mit der Pandemie ein bisschen abzufinden, und man hätte erwarten können, dass eben die Vorbereitung als auf die erneuten Schulschließungen eventuell etwas besser gewesen wäre. Und es gibt gerade im digitalen Raum natürlich Möglichkeiten zur Vereinheitlichung, einfach dadurch, dass digitale Lernformate ja sehr gut multiplizierbar sind und man sie eben sehr gut eben dann für verschiedene Zwecke nutzen kann. Hier wäre es sicherlich wünschenswert gewesen, wenn etwas mehr Koordination stattgefunden hätte, eben gerade auch von oberster Stelle. Und das soll jetzt gar nicht unbedingt eine Kritik an den einzelnen Lehrkräften sein, sondern ich denke, dass da eben viele Schulen und Lehrkräfte auch sehr alleine gelassen worden sind mit der Erstellung von diesem Online-Angebot. Ziel Ihrer Studie war es ja auch eben gerade den ersten Lockdown, die Reaktionen, die man dort getroffen hat, mit dem, was jetzt in den Monaten danach passiert ist, zu vergleichen. Jetzt haben Sie schon angedeutet, es wäre vielleicht besser gewesen, wenn man von oben herunter das ein bisschen besser durchorganisiert hätte. Heißt das, Sie haben das Gefühl, dass in den vergangenen Monaten da man sich nicht wirklich auf die Situation eingestellt hat? Oder wie muss man das werten, was ich gerade bei Ihnen aus Ihrer Äußerung herausgehört habe? Ja, ich denke, das geht auf jeden Fall in die Richtung, dass man natürlich Verständnis dafür haben kann, dass das deutsche Schulsystem, was ja eigentlich das ist, was am wenigsten digitalisiert ist im europäischen Vergleich, dass das nicht von heute auf morgen auf Digitalunterricht umstellen konnte. Aber aus den Erfahrungen vom ersten Lockdown, da hätten viel mehr Konsequenzen gezogen werden können, dass man dann sagt, okay, wenn es wieder so kommt, und alle haben gesagt, es wird sehr, sehr wahrscheinlich eine nächste Welle geben, wenn es wieder zu Schulschließungen kommt, wie können wir das besser machen? Und da hat sich relativ wenig bewegt, und das fordern wir in der Studie auch, dass es wahrscheinlich am besten ist, verbindliche Konzepte zu haben für einen Online-Unterricht, damit alle Lehrkräfte, alle Schulleiter was haben, woran sie sich festhalten können, was sie dann auch umsetzen können, was aber auch eine Maßnahme ist, um zu zeigen, okay, wenn wir diese Vorgaben nicht erfüllen können, weil es kein WLAN an der Schule gibt, dann muss was passieren, und dann muss alles in die Wege geleitet werden, um dieses WLAN sicherzustellen, damit wir diese Verordnung zum Online-Unterricht einhalten können. Und ja, Katharina vielleicht. Genau, wenn ich da kurz ergänzen kann. Und es geht eben bei dem Online-Unterricht ja jetzt halt eben nicht darum, dass wir glauben, dass das langfristig die allerbeste Lösung ist. Es sind sich, glaube ich, auch unter den Experten alle einig, dass ein guter Präsenzunterricht Dinge leistet, die einen Online-Unterricht nicht ersetzen kann. Einfach wenn wir alleine an die soziale Interaktion denken, an die Bindung zwischen Lehrkraft und Schülerin oder Schüler. Es geht nicht darum, dass wir den Präsenzunterricht ersetzen wollen, aber wir sind einfach in einer Lage, wo es im Moment nicht möglich ist, für alle Schülerinnen und Schüler sicher Präsenzunterricht zu liefern. Und in dieser Situation müssen wir schauen, dass wir online so gut wie möglich eben über die Runden kommen. Und das ist eben gerade der Ansatz der Bildungsökonomie, zu betonen, wie wichtig das ist, dass eben auch jetzt in so einer Phase die Kompetenzen vermittelt werden an die Schülerinnen und Schüler. Es geht uns ja nicht darum, die Kinder zu betreuen oder zu verwahren, sondern es geht ja hier wirklich um Wissen, was eben aktuell nicht erlangt wird in der ganzen Generation von Schülerinnen und Schülern. Ja, die Mehrheit der Eltern unterstützt ja das, was Sie gerade sagen, dass sie das kritisch bewerten, dass der Online-Unterricht doch noch ein bisschen besser sein könnte. Was mich allerdings überrascht hat, immerhin 43% sagen, nee, alles in allem war der Online-Unterricht für mein Kind gar nicht so schlecht. Wie muss man das bewerten? Also die einen sagen so, die anderen so. Also wie ist das zu deuten? Ja, da sieht man einmal die Bandbreite, wie es vielleicht einfach von Schule zu Schule unterschiedlich sein kann, dass tatsächlich Eltern, wo der Digitalunterricht vielleicht etwas besser verlief, das gar nicht so schlecht fanden. Und dann variiert es natürlich von Kind zu Kind, ob ein Kind gut klarkommt mit dem selbstständigen Lernen oder nicht. Und was es wir generell in der Studie sehen, dass diese Meinung darüber, wie gut war das jetzt, wie gut war es fürs Kind, dass es so sehr auseinandergeht, dass man jetzt nicht von der eigenen Erfahrung unbedingt Rückschlüsse ziehen kann auf das, wie es der Gesamtheit eigentlich geht. Und nur wenn man im Bekanntenkreis feststellt, eigentlich war alles doch super, können wir noch viel länger machen, bedeutet das nicht, dass es für alle Kinder in Deutschland geht, wie auch umgekehrt. Also für manche Kinder war es vielleicht gar keine so negative Erfahrung.
Ja, ich denke, wir müssen das auch noch ein bisschen differenzieren, gleich noch im Verlauf des Gesprächs. Aber um das mal ein bisschen abzuschließen, ein Fazit. 33% der Eltern sind ja insgesamt unzufrieden damit, wie die Schulen auf die Maßnahmen von Corona, die Schulschließungen reagiert haben. Worauf richtet sich denn die Kritik? Was steht denn im Fokus der kritischen Äußerung der Eltern? Was wir ja in den Daten auch sehen, ist, wir haben die Eltern gefragt, einzuschätzen, wie sie die Situation wahrgenommen haben während der Schulschließungen. Und wir sehen, dass der Anteil derer, die sagt, das war eine große psychische Belastung für mein Kind oder mich, ist quasi der gleiche. Also die Eltern, die sagen, es war eine große psychische Belastung für ihr Kind, die geben auch an, dass es eine große psychische Belastung für sie selber gewesen ist. Und dieser Anteil ist eben quasi jetzt halt vom letzten Jahr von ungefähr einem Drittel der Eltern, die eben sagen, es war eine große psychische Belastung, die Schulschließung war eine große psychische Belastung, ist auf fast die Hälfte angestiegen jetzt seit dem zweiten Lockdown. Ich denke, da könnte auch nochmal ein zweiter Hinweis liegen, wie die Situation einfach in den Familien wahrgenommen wird und wo auch die Unzufriedenheit eben herkommen kann. Natürlich kommt mit den Schulschließungen, da geht es nicht nur eben jetzt halt um diese konkrete Lernzeitverluste, sondern das betrifft die Eltern natürlich auch noch auf ganz vielen anderen Ebenen, was eben die Betreuung angeht oder eben auch den Alltag der Familie. Ja, da ist mit Sicherheit auch eine gewisse Erschöpfung natürlich der Eltern, kommt da zum Ausdruck. Wenn Sie aber nach der psychosozialen Auswirkungen der Schulschließungen gefragt haben, kann man dazu auch mit Blick auf die Kinder und Jugendlichen etwas sagen? Wie hat sich das aufgewirkt? Also worunter haben die besonders gelitten? Was macht die Belastungen aus und welche Folgen sind da möglicherweise zu erwarten? Genau, also wir haben hier eben einige Aspekte. Wir können natürlich nicht die ganze Bandbreite der möglichen Auswirkungen abgreifen in so einer Studie, aber wir haben einige Aspekte eben herausgenommen, die für uns relevant waren. Und wir sehen hier tatsächlich auf einer ganzen Reihe von Merkmalen sehen wir Verschlechterungen. Also zum Beispiel der größte Punkt ist, dass die Eltern angeben, dass das Fehlen von sozialen Kontakten eine große Belastung für das Kind war. Das sind fast 3/4. Und vor diesem Hintergrund ist es auch interessant, wir finden ja in unseren Ergebnissen, dass eben diese Reduktion der Lernzeit einhergegangen ist mit einer Erhöhung der Zeit, die verwendet wurde, zum Beispiel für passive Tätigkeiten wie das Verwenden von Zeit für Social Media oder eben auch das Konsumieren von Online-Medien oder zum Beispiel auch gerade bei den Jungs das Spielen, also das Online-Gaming am Computer oder am Handy. Und das ist natürlich nochmal ein neuer Aspekt, weil einfach manche Kinder sicherlich auch über diese Kanäle eben soziale Kontakte aufrechterhalten haben in der Phase der Isolation und natürlich trotzdem das Tätigkeiten sind, die jetzt halt nicht unbedingt zum Kompetenzgewinn beitragen, wenn eben sehr, sehr viel Zeit vor diesen Bildschirmen verwendet wird. Insofern ist die soziale Isolation oder das Fehlen von Kontakten zu Freunden sicherlich einer der großen Punkte. Wir sehen aber auch auf vielen anderen Dimensionen Verschlechterungen. Zum Beispiel, dass eben immerhin ein Drittel zum Beispiel angibt, dass das Kind an Körpergewicht zugenommen hat. Das ist auch eine Erkenntnis, die sich immer mehr quasi zeigt, dass wir auch hier zum Beispiel Effekte sehen. Ja, die entscheidende Frage natürlich für all diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, schauen müssen, wie das Corona-Jahr aufgearbeitet ist, ist natürlich, auf welchem Lernstand sind unsere Schüler? Wie viel Lernstoff wurde verpasst? Da wird es ja jetzt erst nach den Sommerferien belastbare Lernstandserhebungen geben. Also dazu lässt sich so richtig empirisch begründet noch nicht viel sagen. Aber kann man dennoch aus den Ergebnissen Ihrer Studie so ein bisschen was ableiten zu dieser Frage? Also wie viel Stoff haben die Schüler verpasst und wie kann man das jetzt in der Folge auch versuchen, wieder aufzuholen? Genaue Aussagen dazu, wie viel Stoff tatsächlich verpasst wurde, können wir nicht treffen. Wir haben zum Beispiel auch nicht erfragt, ob der Unterricht in Mathematik, Deutsch oder in anderen Fächern stattfand. Also und ja, welche Themen bearbeitet wurden, das haben wir nicht gemacht. Was wir aus der ersten Studie wissen, dass es da vor allem auch um die Wiederholung von alten Stoff ging. Also das deutet eher dahin, dass es tatsächlich weniger an neuen Sachen jetzt durchgenommen worden sind. Wenn wir die Aussagen hören von den Lehrerverbänden, da ja, gibt es ja die Zahl, dass so die Hälfte des Unterrichts nicht stattgefunden hat. Unsere Zahlen geben halt wieder tatsächlich, dass sich die Lernzeit ja so gut wie halbiert hat. Also dass man vielleicht schon davon ausgehen kann, grob geschätzt, dass ein Drittel bis die Hälfte des Schulstoffs vielleicht tatsächlich verpasst worden sind. Aber das können wir erst richtig feststellen, wenn es tatsächlich Lernstandserhebungen gibt, wo getestet wird, welche Kompetenzen fehlen vielleicht und sind nicht so ausgebildet worden wie in Jahrgängen vor Corona, ja, die das nicht durchgemacht haben. Aber da fehlen leider die Daten.
Jetzt sind Sie ja empirischer Bildungsforscher. Sie wissen genau, wie das läuft mit Lernstandserhebungen, wie lange das dauert, bis die erhoben sind, bis die ausgewertet sind. Wie muss man das denn einschätzen? Also diejenigen, die jetzt am nötigsten Unterstützung bräuchten, können die so lange warten, bis all diese Ergebnisse vorliegen? Das ist definitiv eine spannende Frage und deswegen ist es, denke ich, auch so wichtig und es wird in der Politik ja viel diskutiert über solche Konzepte und ich hoffe sehr, dass das auch ernst genommen und wirklich zeitnah konsequent durchgesetzt wird, dass eben Lernstandserhebungen jetzt stattfinden und eben auch in einer Art und Weise, die wirklich aufschlussreich ist. Ich denke, was hier fatal wäre, ist, wenn wir jetzt halt eben Lernstandserhebungen machen mit dem Ziel rauszufinden, es ist alles gar nicht so schlimm, was eben ja mehr ein politisches Statement wäre. Ich denke, was wir definitiv brauchen, ist eben eine differenzierte Datenlage dazu, was eigentlich jetzt passiert ist, gerade weil wir sehen, dass es so große Unterschiede gab zwischen den Familien und den Situationen, in denen die Kinder jetzt eben lernen konnten in der Zeit der Schulschließungen, sollten wir wirklich sicherstellen, dass die Lernstandserhebungen uns da Informationen liefern. Und jetzt halt mit der Zeit können die Kinder warten. Ich meine, was wir natürlich auch sehen in unseren Daten ist, wenn wir anschauen, in welchem Umfang jetzt zum Beispiel Unterstützungsmaßnahmen schon organisiert worden sind. Das könnten zum Beispiel Ferienkurse sein oder das könnten eben auch Nachhilfeprogramme sein oder sonstige. Dann sehen wir, dass dies natürlich stark von den Eltern geprägt ist. Und dadurch bekommen wir aber eben das Ergebnis, dass eben quasi Kinder aus besser gestellten Haushalten diese Angebote häufiger oder mindestens genauso häufig angeboten oder wahrgenommen haben, wie eben Kinder aus benachteiligteren Haushalten, die wir vielleicht in dieser Krise besonders fördern wollen würden, als Gesellschaft, einfach dadurch, dass jetzt halt die Schulen in dem normalen Umfang eben so weit weggebrochen sind. Insofern, ich denke quasi, wir brauchen auf jeden Fall beides. Wir sollten eine Lernstandserhebung durchführen in Deutschland, die es uns wirklich erlaubt, dann auch den Lehrkräften quasi die Informationsgrundlage gibt, um wirklich jetzt dann möglichst zielgerichtet Unterricht nachzuholen. Und gleichzeitig aber, denke ich, auch bei Gruppen, wo man eben davon ausgeht, dass wir eventuell schlechtere Lernstände jetzt halt haben, auch quasi sofort, so gut wie man kann, gegensteuern. Ja, ich denke, die Frage der sozialen Unterschiede müssen wir jetzt sofort nochmal ansprechen. Zuvor aber noch, weil Sie gerade angedeutet haben, die Lernstandserhebungen, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Umso wichtiger ist es ja, dass man auf Erfahrungswissen zurückgreifen kann, denn irgendwie muss man ja jetzt auch in den nächsten Monaten das Schulsystem steuern. Also lassen Sie uns nochmal auf Ihre Studie schauen. Da muss man sicherlich differenzieren nach Alter, Geschlecht, nach Schulformen und so weiter. Was würden Sie denn aus Ihrem Erfahrungswissen heraus sagen? Wo sind denn die Defizite am größten? Kann man daraus irgendwie etwas ableiten, was denjenigen, die jetzt eben auch die Maßnahmen beschließen müssen, helfen kann, dass es auch die richtigen trifft? Also wir sehen bei zwei Gruppen von Kindern eigentlich, dass da tatsächlich von auszugehen ist, dass da mehr nachzuholen ist. Also einmal, wenn wir die Kinder einteilen in leistungsstärkere, leistungsschwächere Schüler, das machen wir, indem wir einfach, da haben wir die Eltern gefragt, was waren die häufigsten Noten in den Fächern Deutsch und Mathe, und dann teilen wir die Schüler in zwei Gruppen. Und da sehen wir, dass die leistungsschwächeren Schüler tatsächlich weniger effektiv zu Hause lernen. Da sagen die Eltern häufiger, dass ihr Kind zu Hause einfach schlechter lernt als in der Schule. Da sehen wir auch, dass gerade bei diesen Schülern aber auch weniger Feedback von den Lehrkräften kommt, dass da also anscheinend der Austausch schlechter geklappt hat. Aus der ersten Studie wissen wir, dass vor allem auch die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler waren, die besonders wenig Zeit mit dem Lernen verbracht haben. Also das sind die Kinder, auf die man jetzt bewusst schauen kann. So groß ist unsere Stichprobe nicht, dass wir das noch weiter differenzieren können. Aber das wäre schon mal ein Anhaltspunkt einfach für die Lehrkräfte, dass man sagt, okay, vor allem ja, die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler versucht man jetzt aufzufangen. Und das andere sind die Kinder von Nicht-Akademiker-Eltern, wo wir auch sehen, das sind zum Beispiel die, die besonders selten teilgenommen haben jetzt an Förderunterricht, Ferienkursen. Wir sehen auch, dass die Eltern von diesen Kindern häufig sagen, dass sie weniger konzentriert, effektiv zu Hause lernen. Also auch bei denen ist davon auszugehen, dass da die Lücken größer geworden sind durch die Corona-Zeit als bei den Akademikerkindern.
Und ein weiterer Aspekt, der hier vielleicht wichtig ist zu bedenken, ist auch das Alter der Kinder. Das hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Wir wissen, dass Bildung ein kumulativer Prozess ist. Einfach um quasi ein neues Wissen anzueignen, brauche ich erstmal eine gute Basis von den vorhergehenden Konzepten, die ich gut verstanden haben muss. Und insofern wäre es jetzt aus bildungsökonomischer Perspektive auch besonders wichtig, dass man eben darauf achtet, dass wirklich alle Kinder jetzt trotz Corona die Möglichkeit haben, die Grundlagen, die Grundkompetenzen zu erlangen. Einfach damit jetzt halt niemand zum Beispiel auf der Strecke bleibt, weil er jetzt in der Grundschule eben bestimmte Kernkonzepte verpasst hat. Also ich denke, das wäre noch ein weiterer Aspekt, wo man jetzt aus bildungsökonomischer Sicht sagen würde, hier sollten wir besonderes Augenmerk drauf legen. Ja, also bestimmte Kinder aus bestimmten Familien, klar, die brauchen mehr Unterstützung als andere, das scheint klar zu sein. Umso mehr überrascht mich ein Satz, den ich in Ihrer Studie gelesen habe. Da schreiben Sie, es ist nicht zu erkennen, dass während der Schulschließungen Anfang 2021 ein besonderer Fokus der Lehrkräfte auf der Förderung benachteiligter Kinder lag. Das ist ja sehr überraschend, wo man doch eigentlich all die Jahre immer von der Wichtigkeit der individuellen Förderung spricht. Und gerade jetzt, wo sie besonders nötig gewesen wäre, findet sie so nicht statt. Wie erklären Sie sich das? Woran hat das gelegen? Ich denke, quasi hier ist es eine Sache wichtig zu bedenken, ist die Daten, die wir berichten können, sind eben die, die uns die Eltern liefern. Das heißt, wir können nicht auseinanderhalten in unserer Studie, ob eben zum Beispiel ein Kontakt versucht worden ist von der Lehrkraft, aber aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat oder ob eben kein Kontakt versucht worden ist. Das ist quasi in unserer Studie sehen die Sachen ähnlich aus, ob die Lehrkraft eben quasi nicht versucht hat, ein Kind zu erreichen, ob diese Kommunikation gescheitert ist oder ob die Eltern eben zum Beispiel das nicht wahrgenommen haben oder nicht angeben. Und was wir aber denken, dass der Hauptgrund ist, warum wir eben diese Unterschiede sehen oder beziehungsweise warum wir sehen, dass die Lehrkräfte eben oder dass die Rückkopplung, die Kommunikation zwischen Lehrkräften und Kindern eher schlechter war für die, die eben vorher schon eher leistungsschwach waren, ist, dass wir einfach unterschiedliche Schulen quasi haben. Und wir wissen, dass in den verschiedenen Schulen sehr, sehr unterschiedlich gut es geklappt hat, Konzepte zu erarbeiten, wie eben mit den Kindern in den Schulschließungen gearbeitet werden konnte. Und wir gehen davon aus, dass es hier quasi eine Korrelation gibt, einen Zusammenhang zwischen den Schulen, die eben Kinder besuchen, die vielleicht eher Schwierigkeiten haben oder aus schwierigeren Verhältnissen kommen, und eben auch dem, nach welchen Schulen es geglückt ist, besonders erfolgreiche Konzepte zu verwirklichen. Jetzt kann man es ja nicht dem Zufall überlassen, wie gut eine Lehrkraft damit umgeht oder wie gut eine Schule darauf vorbereitet ist. Sie haben ja gerade selbst gesagt, dass es diejenigen, die es besonders nötig gehabt hätten, dass die gerade diese Nachhilfeprogramme weniger angenommen haben als die, die es vielleicht gar nicht so nötig hatten. Jetzt werden wir ja perspektivisch weitere Angebote haben. Der Bund stellt 1 Milliarde zur Verfügung für Nachhilfeangebote. Wir haben in allen Bundesländern entsprechende Programme. Es wird Sommerschulen geben. Wie kann man denn erreichen, dass tatsächlich, was man immer mit bildungsfernen Schichten erreicht, dass die ihre Kinder tatsächlich für solche Kurse anmelden? Ja, also Transparenz ist wichtig und tatsächlich so eine, ja, man sagt ja immer niederschwellige Angebote, dass es ganz, ganz leicht ist, sich für solche Kurse anzumelden, dass man dafür kein extra Wissen braucht, dass jetzt keine Broschüren geschrieben werden in schwer verständlichem Deutsch, sondern dass man tatsächlich probiert, das breit zu streuen. Und ich weiß leider nicht, ob es einfach zu wenige Plätze gab. Also bei den Sachen, die im letzten Sommer stattfanden, das waren, hat ja tatsächlich dann, ja, 5 bis 10% der Schüler jeweils erreicht. Und wenn solche Plätze dann tatsächlich schnell weg sind, von denen, die besonders gut informiert sind, dann hat man am Ende das Problem, dass manche gar nicht erreicht werden. Also vielleicht ist es einmal die Transparenz, aber dann auch noch ein viel größeres Angebot an Möglichkeiten. Genau. Ja. Wenn man diese Kinder nicht erreicht, dann wird das natürlich Folgen haben für die weitere Schulkarriere. Da wird ja im Moment auch schon der Begriff der Generation Corona genannt, mit Mutmaßungen, dass die eben vielleicht später mal Nachteile haben in ihrer Berufslaufbahn bis hin auch zu Einkommensmöglichkeiten und so weiter. Jetzt ist ja Ihr Kerninteresse Ihrer Forschung auch die Frage der Bildungsökonomie, wo Sie genau solche Dinge untersuchen, also die volkswirtschaftlichen Auswirkungen, auch die Auswirkungen auf die individuellen Wohlstandserwartungen. Würden Sie sagen, dass es gerechtfertigt ist, von einer Generation Corona zu sprechen, die tatsächlich messbare Nachteile haben werden später in ihrem Leben?
Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht mit irgendeiner Art von Sicherheit sagen. Die empirischen Studien, die wir dazu haben, sind eben viele Jahre alt und können uns erlauben, uns deswegen eben überhaupt solche Auswertungen zu machen, weil das eben Kinder betrifft, die eben vor so langer Zeit von Schulschließungen betroffen waren, dass sie jetzt halt eben schon im Erwerbsleben sind. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall abwarten müssen. Was wir machen können, ist, dass wir eben die Datenlage angucken, die wir haben aus der Vergangenheit und eben eine gewisse Einschätzung treffen können. Und an sich gibt es hier durchaus Studien, die Grund zur Sorge geben. Also wir haben eben durchaus bildungsökonomische Studien, die eben zeigen, dass zum Beispiel Grundschüler, die jetzt halt aufgrund von Lehrerstreiks von Schulschließungen betroffen worden waren, nachhinein im Erwerbsleben eben negative Effekte haben. Also niedrigere Einkommen erzielen, ein höheres Risiko haben, arbeitslos zu werden und eben auch in Berufen arbeiten, die ein niedrigeres Qualifikationsniveau erfolgen. Also durchaus bemerkenswerte quasi Unterschiede, wenn man bedenkt, dass es eben in diesem Fall um Schulschließungen ging, die nur einen kleinen Teil der Schüler für einen deutlich kürzeren Zeitraum wirklich betroffen hat. Andererseits denke ich, was wir in der Corona-Krise ja auch haben, ist eine einmalige Situation und es gibt eine große gesellschaftliche Anstrengung, diese Effekte eben so gut wie es geht aufzufangen und wieder quasi mit Lösungen zu finden, wie wir uns aus dieser Krise rausarbeiten, insgesamt als Gesellschaft. Und ich denke, es wäre jetzt definitiv der falsche Ansatz, dass wir sagen, wir werfen jetzt die Flinte ins Korn, sagen, das ist Generation Corona und wir kümmern uns jetzt dann um die nächste Generation, sondern definitiv sollte es uns aber eine Warnung sein, dass wir eben jetzt nicht davon ausgehen, dass dann einfach mit der Rückkehr zum Präsenzunterricht das Thema gegessen ist, sondern wir sollten ein sehr großes Augenmerk darauf legen, dass wir hier eben möglichst viel tun, damit es eben keine Generation Corona gibt. Ja, umso wichtiger ist es natürlich, darüber nachzudenken, wie diese Angebote jetzt gestaltet werden und eben dafür zu sorgen, dass es diejenigen auch erreicht, die es nötig haben. Jetzt habe ich mal geschaut auf Ihre Studie und da kommen Sie zu einem durchaus, nachdenklichen Fazit. Ich zitiere Sie gerade mal aus Ihrer Studie, da schreiben Sie, insgesamt sind die Ergebnisse der Untersuchungen durchaus ernüchternd. Was meinen Sie damit denn konkret? Was hat Sie denn ernüchtert, nachdem Sie die Antworten der Eltern und auch den Befund sich nochmal vor Ihrem geistigen Auge vergegenwärtigt haben? Ja, was uns vor allem ernüchtert hat, war der Unterschied, der kleine Unterschied, tatsächlich in dem, wie gut der Online-Unterricht implementiert wurde, jetzt im Vergleich von der letzten großen Schulschließung oder der ersten im Frühjahr 2020 im Vergleich jetzt zu der zweiten langen Schulschließung Anfang des Jahres. Während der ersten Schulschließung, da gab es 6% der Kinder, die täglich Online-Unterricht hatten. Jetzt während der zweiten langen Phase waren es 26%. Und wir fragen uns, warum sind es nicht 100%, die tatsächlich täglich Online-Unterricht haben? Es wurde gesagt, die Schulen machen als Letztmögliches zu in der Pandemie und danach gibt es dann Distanzunterricht für alle verbindlich. Aber der Distanzunterricht sieht leider nicht so aus, dass die Kinder zusammenkommen im digitalen Klassenzimmer oder sieht halt für einen großen Anteil der Kinder nicht so aus, sondern dass sie allein gelassen werden zu Hause. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn dieser Distanzunterricht besser für alle geklappt hätte, wären die Folgen, die wir jetzt sehen, in der Reduktion der Lernzeit, in auch der Motivation fürs Lernen, den psychischen Folgen, dass die wahrscheinlich hätten kleiner gehalten werden können, wenn man das gut implementiert hätte. Und das wäre eigentlich Aufgabe der Politik gewesen in unseren Augen, Aufgabe der Bildungsministerien, dass man zwischen diesem ersten langen Lockdown und dem zweiten Lockdown alle Schulen darauf vorbereitet hätte. Ja, Sie sprechen da schon etwas ganz Wichtiges an, was ja auch zu Ihrem Auftrag des Instituts gehört, nämlich Forschungsergebnisse umzumünzen in Empfehlungen an die Politik. Wie lauten denn Ihre Empfehlungen jetzt mit Blick auf das neue Schuljahr und den Versuch eben, das Corona-Schuljahr, das ja zu erheblichen Defiziten geführt hat, wieder aufzuarbeiten? Wir hatten es vorher schon kurz angerissen. Ich denke tatsächlich, dass unserer Meinung nach das Hauptaugenmerk liegen sollte, ist eben tatsächlich quasi die Grundversorgung aufzubauen. Also tatsächlich eben sicherzustellen, dass wir Konzepte haben, die möglichst viele Schülerinnen und Schüler wirklich erreichen können. Und wir sehen, dass viele Schulen da Fortschritte gemacht haben, aber es ist einfach unserer Meinung nach noch ein zu großer Teil der Schülerinnen und Schüler, der aktuell nicht erreicht wird von diesen Konzepten. Und
tendenziell hat die digitale Bildung unfassbar viele Möglichkeiten, adaptives Lernen anzubieten. Man kann die Zeit anders einteilen, indem man zum Beispiel trennt zwischen passivem Wissensvermittlung, die auch über Videos passieren kann, und dann eben der Nutzung der Interaktionszeit für eben zum Beispiel die Diskussion. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, die die digitale Bildung liefert, aber aktuell sind wir aus unserer Sicht noch nicht an dem Punkt, wo wir darüber wirklich uns Gedanken machen sollten, sondern wir sollten als allererstes eben schauen, dass wir quasi für alle Schülerinnen und Schüler ein Mindestmaß an Unterricht oder an Unterrichtsqualität auch bereitstellen. Und wie gesagt, da sehen wir eben hauptsächlich die Notwendigkeit, dass Konzepte erarbeitet werden, wie das eben für alle Schulen, für alle Lehrkräfte, für alle Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann. Also was ich daraus höre, ist ja, dass Sie sagen, wir brauchen mehr Homogenität, was die Qualität des Unterrichtsangebots an unseren Schulen anbelangt. Wen sehen Sie denn da vor allem in der Verantwortung? Ist das ein Auftrag, den Sie der KMK beispielsweise erteilen, dass die Bundesländer sich zusammensetzen und vielleicht auch im Sinne von Best Practice mal analysieren, was gut gelaufen ist und daraus möglicherweise dann aber auch verbindliche Anordnungen an andere Schulen formuliert, Konzepte, wie Sie sagen? Wer ist da in der Verantwortung aus Ihrer Sicht? So, Qualität ist ja doch was ganz anderes. Ich denke, einmal muss es wirklich eine verbindliche Regelung geben zum Distanzunterricht, die rechtlich festgesetzt sind und dass auch klar ist, welche Plattformen können genutzt werden, dass da keine Datenschutzbedenken bestehen und deswegen Lehrkräfte keinen Online-Unterricht geben oder sich Eltern beschweren können, und dass das alles sichergestellt wird. Und da geht es jetzt erstmal um die Quantität, dass man es überhaupt ermöglicht, dass die Kinder sich digital treffen im Klassenzimmer. Da kann sich tatsächlich die KMK zusammensetzen. Das ist wenig effizient, denken wir, dass da jedes Bundesland seine eigene Regelung macht, sondern da könnte es tatsächlich bundesweite Standards geben. Ich hatte jetzt die Gelegenheit von dem Arbeitskreis der Juristinnen und Juristen von der SPD in Sachsen ein Konzept zu sehen, die sich das mal angeschaut haben, wie müsste man die Verordnung umschreiben, dass man tatsächlich für Phasen von Pandemien zum Beispiel den Distanzunterricht fest im Schulgesetz sozusagen und in Schulverordnungen etablieren muss. Und ich denke, das ist genau das Richtige, was passieren muss, dass man sich überlegt, wie stellen wir das auf rechtskräftige Verordnung, damit das für alle klar ist und damit dann auch Lehrkräfte schon im Studium wissen, okay, wenn es so Distanzunterricht kommt, dann mache ich das und das. Und das kann natürlich dann ein Antrieb dafür sein, zu sagen, okay, wenn es dann Digitalunterricht irgendwann gibt, wie macht man den am besten? Und dass das verankert wird in Lehrplänen, auch von, oder in Studiencurricula von Lehrkräften, wie sieht eigentlich Digitalunterricht aus? Und dann kann es sehr gute Synergien geben, auch mit dem, was eigentlich im Präsenzunterricht in normalen Zeiten stattfindet, dass es einfach normal wird, auch digitale Medien dann einzusetzen und davon zu profitieren. Also ich denke, das wäre ein wichtiger Anstoß. Und das andere, was kurzfristig passieren muss, wenn jetzt Präsenzunterricht ist, dann geht es natürlich darum, um Lücken zu schließen, Förderangebote zu machen. Ja, bei der Ausarbeitung sinnvoller Konzepte wäre ja gerade auch Ihre Expertise als Bildungsforscherin, als Bildungsforschung überhaupt sehr, sehr wichtig. Umso mehr interessiert mich natürlich, wie war denn die Resonanz auf Ihre Studie? Ist das in irgendeiner Weise wahrgenommen worden? Ist man da vielleicht an Ihr Institut herangetreten? Sind Sie in Kontakt mit Politikern? Werden Sie gehört im Bereich derjenigen, die in der Möglichkeit haben, eben unser Schulsystem zu steuern, zu gestalten? Ich merke, Sie müssen nachdenken. Das heißt, man rennt Ihnen wahrscheinlich nicht das Haus ein. Nein, also das Interesse der Presse war tatsächlich sehr groß und auch von bildungsnahen Stiftungen zum Beispiel. Und wir haben auch viel E-Mail-Verkehr, Telefonate gehabt, zum Beispiel mit Schulleiterinnen und Schulleitern, die sich dafür interessieren. Also ich denke, es war wichtig, dass wir Zahlen geliefert haben dazu, was sonst viele so aus ihrer eigenen Erfahrung ein bisschen aus dem Bauch heraus gesagt haben. Das war schon wichtig, dass wir jetzt gezeigt haben, okay, auch wenn wir repräsentativ die Bevölkerung befragen, es zeigt sich dieses Bild und es gibt diesen Lernzeitverlust und Online-Unterricht findet nicht jeden Tag in jedem Haushalt statt. Dass da jetzt Interesse aus der Politik kam, die sich konkret unterhalten wollen über mögliche Maßnahmen, das war eher weniger der Fall. Also ich habe gerade gesagt, von diesem Treffen
mit der SPD in Sachsen, die sich tatsächlich überlegen, wie müsste man das eigentlich aufstellen. Aber das sind dann eher kleinere Arbeitskreise von Leuten, die was bewegen sollen, dass die Kultusministerien jetzt selbst gesagt haben, wir nehmen eure Studie und machen anhand dessen jetzt mit eurer Expertise was ganz Neues. Das war leider nicht der Fall. Jetzt sind Sie ja untereinander als Bildungsforscher ja auch in Kontakt miteinander. Wenn Sie sich da manchmal auf den Fluren unterhalten, kommt da manchmal auch, sagen wir mal, der Satz, dass Sie sagen, also es wird höchste Zeit, dass die Politik auch mal die Erkenntnisse der Bildungsforschung ein bisschen ernster nimmt. Fühlen Sie sich da ausreichend gehört? Auf den Fluren treffen wir natürlich im Moment auch niemanden, aber natürlich gibt es auch Konferenzen der Bildungsforscher, wo man sich dann eben in Zoom-Chats ab und zu doch mal auch eben quasi weniger formal austauscht. Ich denke tatsächlich, dass es viele, viele Forscher aktuell in der Bildungsforschung in Deutschland gibt, die sich eben ähnliche Gedanken machen, wie wir jetzt halt auch, und die eben auch die Ergebnisse von unserer Studie sehr bewusst wahrgenommen haben und auch quasi mit uns diskutiert haben. Und ich denke, mit der Politik ist es eben, es ist für die Politik natürlich nicht besonders attraktiv zuzugeben, dass hier vielleicht eben mehr hätte getan werden können. Es gibt nicht wirklich den Anreiz. Und ein Problem, was die Bildungspolitik schon immer hatte, ist von einem fehlenden Wissen kann man sehr schlechte Fotos machen. Das ist eben nicht das Gleiche, wie jetzt, wenn ein Zeitungsartikel geschrieben werden kann über zum Beispiel andere Auswirkungen der Krise. Es ist sehr, sehr schlecht zu verbildlichen. Die Bildungskrisen sind meistens nicht besonders akut, sondern es sind eben quasi Kosten, die anfallen über viele, viele Jahre und über viele Menschen verteilt hinweg. Und insofern tut sich die Bildungspolitik es vielleicht ein bisschen leichter als andere Politikfelder, um eben quasi solche Krisen zu verharmlosen oder eben dann auch nicht als so akut wahrzunehmen, wie sie vielleicht tatsächlich sind. Und ich denke, man muss hier differenzieren von den Bildungspolitikern, mit denen wir gesprochen haben. Ich denke schon, viele sind sich der Probleme auch sehr bewusst. Aber die Bildungspolitik ist eben ein sehr schwieriges Feld, wo ganz viele Interessengruppen aufeinandertreffen und zum Teil eben auch sehr starke Interessen vertreten werden von unterschiedlichen Richtungen. Und eben zusammen damit, dass oft der öffentliche Druck eben nicht so gezielt aufgebaut wird, einfach weil die Krisen nicht so gut zu identifizieren sind wie vielleicht in anderen Politikbereichen, kommt es dann leider eben dazu, dass oft sehr wenig passiert oder die Konsensfindung sehr, sehr schwierig ist. Also ich würde es jetzt hier noch nicht mal mehr darauf schieben, dass die Politiker unzureichend informiert sind oder die Probleme vielleicht nicht kennen oder nicht kennen wollen, sondern ich denke, dass es hier tatsächlich eher eben die Koordinationsschwierigkeiten sind, die uns in die Situation gebracht haben, in der wir sind. Tja, umso mehr, da Ihre Erkenntnisse ja wichtig sind, Frau Dr. Ziro, Frau Dr. Werner, ich wünsche Ihnen weiterhin viel, viel Erfolg bei Ihren Forschungen, wünsche Ihnen natürlich auch, dass das vielleicht perspektivisch mal anders wird und dass Sie einen regen Austausch mit Politikern haben, denn ich denke, dieser Austausch, der ist wichtig, um eben unser Schulsystem in die richtige Richtung weiterzuentwickeln. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch hier bei der AIM. Danke sehr. Vielen Dank. Wir wünschen es Deutschland, dass das Thema sich bald erledigt hat. Ich glaube, dem Wunsch kann sich jeder anschließen. Mhm.